Hallo Freunde des Videos, willkommen auf meinem Kanal. Wir befinden uns hier auf dem sächsischen Staatsweingut Schloss Wackerbarth in Radebeul, erbaut als barocker Adels- und Landsitz des Reichsgrafen August Christoph von Wackerbarth, Generalfeldmarschall und Kabinettsminister unter August dem Starken. Wackerbarth. Ambiente toll, Wetter, Mist, genau, regnet. Stimmt. Ja, aber wir machen das Beste draus. Genau. Es wurde nach den Plänen des Hofarchitekten Johann Christoph Knöffel in den Jahren 1727 bis 1730 erbaut und ist am Fuße der Weinberge der jetzigen Großlage Lößnitz gelegen, das zum Denkmalschutzgebiet historische Weinberglandschaft Radebeul gehört. Das Schloss ist auch als Wackerbarths Ruh bekannt, denn es sollte der Alterssitz sein, den der Reichsgraf aber nur 4 Jahre genießen konnte. Dann starb er. Direkt neben der Eisstockbahn hängen die bunten Laternen der Radebeuler Künstlerin Bärbel Vogt. Sie zeigen die fantastische Welt des hölzernen, langnasigen und märchenhaften Lügenbolds Pinocchio. Und okay hier? Ja, also wenn das Wetter besser gewesen wäre und wenn vielleicht auch ein bisschen Schnee liegen würde, wäre es natürlich schön, ne? Sehenswert. Ja, lohnt sich schon. Ein bisschen wärmer wird mir noch mehr gefallen. Ja, was haben wir hier? So 6, 7 Grad oder sowas. Aber ja, für Mitte November ist das okay hier. Doch? Ja. So, in ein paar Minuten haben wir unser Essen und dann gehen wir zur Bar. Unsere Plätze haben wir jetzt eingenommen. Jetzt müssen wir nur noch bestellen. Das ist die Speisekarte. Hier im Gasthaus kann man zurzeit farbintensive Bilder des aus Halle an der Saale stammenden Künstlers Moritz Götze betrachten. Wie hat es dir gefallen, Otti? Ja, war schön. Hat mir sehr gut gefallen. Sowohl der Spaziergang, auch wenn es ein bisschen geregnet hat, und jetzt das Abendessen. Sehr lecker, sehr schön. Ja, schönes Ambiente da in dem Lokal. Mhm. Heute mal ohne Alkohol, nicht? Super ziemlich. Ja, weil. Bis auf den Aperitivo. Ja, Glühwein. Du meinst den Glühwein, den süßen. Oh ja. Oh ja, der war süß. Oh, oh ja. Na gut, aber drehen wir nochmal eine Runde hier. Damit wir nochmal schauen, was hier so abgeht. Ja, so sieht es hier aus, im Empfangsbereich. Gut, ab zum Auto. Jawohl. Und dann zurück nach Dresden. Yep. Adios. Ciao. Von Radebeul nach Dresden. Genau.